So. Jetzt macht er wieder seinen Flammenwerfer. Und ja, man merkt, es ist verdammt schwierig, Calamet wirklich zu treffen. So. Jetzt stampft er ein bisschen rum, damit kommen wir klar. Flammenwerfer können wir ausweichen. Und ja, ich werde auf den zweihändigen Modus verzichten. So. Sein Rumgestampfe kann ich somit leicht ausweichen. Au, da, dem wiederum nicht. Oh, dem aber. Da kann ich ruhig einen trinken. So, den bin ich auch ganz knapp ausgewichen. Wow. Mensch, seit wann ist das so heftig? Autsch. Au. Da habe ich mich definitiv verdrückt. Wow. Gucken, dass ich wegkomme. Ah, nicht zum Leuchtfeuer zurückkehren. Also dieser Drache ist echt hart. Wow. Wow. Ausweichen. Und am besten ein bisschen Abstand nehmen. Ich weiß gar nicht, warum er auf einmal durch mein Schild so leicht durchkommt. Wow. Genau, jetzt schafft das nämlich nicht mehr. Wow. Sein Nahkampffeuer. Und ja, hier liegt überall ein Haufen Blut rum. Kommt da noch weit schnell genug weg? Ja, komm ich. Und aua. Wieder sein Kurzflug. So. Und seine... Wow, jetzt macht er seinen Sturm. So, weg. Gucken, dass man wegkommt. So. Und wieder die Attacke. Und wieder weg. Wow, ging ab. Und die grobe Kelle. Das ist echt die grobe Kelle, mit der muss man vorsichtig sein. So, wow. Der Schwinger war heftig. Und weg. Am besten voll heilen. Sicher ist sicher. Denn jetzt kommt wieder die grobe Kelle. So, weg. Wow, weil jetzt macht er seine Brennattacke wieder mal. Also ja, die ist echt Instant-Kill. Wenn man in der drin stehen bleibt. Da helfen keine Gebete, da hilft keine Rüstung dagegen. So. So. Jetzt springt er wieder und wir können uns zurückziehen. Ja, langsam wird er. Wir müssen, ich darf nur nicht unachtsam werden dieses Mal. So, wegrollen. Hat gerade so gereicht. Ja, dann macht er wieder den Flammenwerfer. Also tut mir leid, wenn ich bei dem Bossfight jetzt nicht viel sage und der ziemlich lange dauert, aber das ist wirklich der heftigste Bossfight im ganzen Spiel. Wow. Wie man sehen kann, ich bin fast die ganze Zeit in der Defensive. Ich habe nicht viele Möglichkeiten, ihn anzugreifen eben.
während er auf mich einschlagen kann wie auf einen Sandsack. Jetzt stehe ich ungünstig. Ah, jetzt stehe ich arg ungünstig. Wow. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich ein Stück weit wegkomme. So. Jetzt ist es das Wichtigste, dass ich mich heile. Erst einmal. Und das ohne von seiner groben Kelle weggebrezelt zu werden. Genau, jetzt habe ich die Chance. Dazu. Dafür sind seine Flammenangriffe echt spitze, weil ich die sehr lange dauern, ich ihn einfach ausweiten kann und mich gut heilen kann. Währenddessen. So, hauen wir ihn zweimal auf die Füße. Wenn er das macht. So, jetzt macht er wieder seinen Brenner. Au. Okay, wir haben ihn schon mal zur Hälfte unten. Was hat er jetzt wieder vor? Okay, das ist nicht gut. Wir stehen ohne viel Dings da. Was hast du jetzt vor? Ah, wieder dein Brenner. Ah, da sind wir gerade weggekommen. Autsch. Das war nichts. Das war ein Satz mit X. So, das war wohl besser. Das wiederum nicht. Uah. Wow. Genau, und sein Feuer haut mir immer den Schild weg, wenn es mich trifft. Gerade so ausgewichen. Wow. Da stampft er auf mir rum. Das ist mir aber egal. Das macht nicht so viel Schaden, wenn er einmal kurz auf mich drauf tritt. Au, da war ich unvorsichtig. Dem kann ich ausweichen und mich heilen. Wow. Weg. Okay, dem Feuer kann ich hier noch nicht ausweichen. Da bin ich zu nah dran gestanden. Ja, Kalamet. Ah. So, jetzt macht er wieder sein... Ah, jetzt macht er sein Feueratem, sein Feuerinferno. Grobe Kelle. Feueratem. So. Wow. Wie auch immer er sich das gerade gemacht hat, das hatte ich auch noch nie. Ah, okay, jetzt spackt er irgendwie rum gerade. So. Und wieder Feueratem. Den wir diesmal wahrscheinlich nicht ausweichen können. Nein. Das kostet immer verdammt viel Ausdauer, der Feueratem. Au.
Das könnte jetzt schmerzhaft werden. Hat gerade so gelangt. Okay, wir haben noch 10 Flakons, dann wird es ungemütlich. Wow, das war knapp. Ja, Feuer mal schön. Grobe Kelle. Ah, wir haben ihn jetzt schon auf ein Viertel runter. Also, es sieht gut aus, aber das muss bei Kalamet nichts heißen. Und jetzt habe ich gerade einen Flakon umsonst verbraucht, weil ich mal wieder auf die Q-Taste gekommen bin, statt auf die W-Taste. Ja, weil meine Hände langsam immer schwitziger werden bei diesem Kampf. Wow. Noch ein Flakon, sicher ist sicher. Ich will jetzt hier nicht aufs Unvorsicht sterben. So, was hast du jetzt vor, Kalamet? War ausweichen. Und ja, der Kampf dauert schon ganz schön lange an. Ja, wirft dein Feuer. Genau. Wow. Geh weg von mir, geh weg von mir. Mach irgendwas, irgendwas, womit ich mich heilen kann. Genau das. Und mich wieder in den Target-Lock nehmen. Sicherheitsabstand. Grobe Kelle. Ja, mach den Flammenwurf. Der ist mir sowas von egal. Au. Heilen. Ganz schnell heilen. Dem ausweichen. Dem ausweichen. Genau, mach den. Und den. Den kann ich nämlich prima ausweichen. Genau, die grobe Kelle. Genau, den einen kassieren und dann dem einen ausweichen, den anderen kassieren. Wow, hier hätte ich zuschlagen können. Da vorsichtig sein. 6 Flakons und der hat nicht mehr viel. Wow, da hatte ich Glück. Okay, einen kassieren. Uah. Trinken, trinken, trinken. Was auch immer gerade passiert ist. Bei mir dreht sich langsam alles. Komm, Kalamet. Nein. Flammenwehr. Noch 2 oder 3 Mal müssen wir ihn treffen, dann ist er weg. Oh, das wird uns wahrscheinlich erwischen. Nein, doch nicht. Genau, mach das. Ich haue daneben. Du fliegst hoch, ich renne weg. Na komm her. Bambus, Kalamet. Genau, mach deinen Flammenwurf.